Es ist ein schwieriges Feld, das kann man nicht nur mit einer Maßnahme beantworten. Als erstes muss natürlich eine Motivation auch der Frauen da sein, Führungspositionen überhaupt übernehmen zu wollen. Aber das wird ja oft flankiert von Maßnahmen, die nötig sind zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das ist der eine Punkt. Und dann finde ich, ich bin selbst in einem Unternehmen tätig, dass sich auch die Mentalität in den Unternehmen ändern muss. Diese Präsenzkultur, die wir haben in Unternehmen, man muss im Büro sein, fulltime präsent sein, das ist meines Erachtens erstens überholt. Und zweitens hindert es natürlich auch Frauen, vor allem Frauen, die ihre Kinder, wenn sie welche haben, von der Kita oder von der Schule abholen müssen. Ich bin ja in der FDP und da ist es, ein ganz kleiner Anteil von Frauen eigentlich nur, zwischen 20% und 25% sind Frauen, die in der Partei Mitglied sind. Ich würde mir wünschen, dass es mehr selbstverständlicher wird, indem mehr Frauen auch zu Freien Demokraten kommen und sich für die Freiheitsthemen einsetzen. Dazu müssen sich aber auch Parteien insgesamt ändern und auch ihre althergebrachten Strukturen der Gremienarbeit abends am Stammtisch ändern und da auch mehr Flexibilität und mehr Projektarbeit zeigen, sodass es auch attraktiver wird für Männer und für Frauen, sich überhaupt in einer Partei zu engagieren.